Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu diesem atemberaubenden Video, in dem wir endlich in das Gefilde der partiellen Differentialgleichungen stoßen. Ich weiß, ihr konntet nicht genug haben von den normalen Differentialgleichungen. Jetzt fangen wir an mit partiellen. Also der Begriff partielle Differentialgleichung deutet es schon ein bisschen an. Man hat jetzt partielle Ableitungen und dadurch wird die Differentialgleichung partiell schwieriger. Okay? Nicht nur ein bisschen schwieriger, sondern Tatsache ist, dass die Thematik der partiellen Differentialgleichungen nicht einmal annähernd so gut verstanden ist wie die der normalen Differentialgleichungen. Daher wundert euch nicht darüber, dass es euch schwierig fällt, denn es ist ein relativ kompliziertes und aufwendiges Thema. Ja, heute wollen wir uns mit dem ersten Thema beschäftigen, und zwar der Klassifikation von partiellen Differentialgleichungen. In diesem Video will ich euch erstmal erklären, wie man das bei einfachen partiellen Differentialgleichungen macht, also bei Funktionen mit zwei Variablen. Ihr seht, ich habe hier eine Funktion u. Ich mache das mal vielleicht hier hin. U ist eine Funktion von x und von y. Okay? Das ist, was wir hier gegeben haben. Und ihr seht hier, dieses xx bedeutet zweimal nach x abgeleitet, einmal nach x und einmal nach y. Ihr wisst, wenn die Funktion zweimal stetig differenzierbar ist, dann kann man das auch umkehren, die Reihenfolge dieser Ableitungen. Das heißt, für uns ist es eigentlich egal, ob wir erst nach x und dann nach y oder y nach x ableiten. Das ist total egal, weil da das Gleiche rauskommt. Dann haben wir hier y. Hier haben wir die einfachen Ableitungen. Also das sind die einfachen Ableitungen. Einfach. Das sind die doppelten. Zweifach. Und natürlich haben wir hier selber die Funktion ist gleich f. Okay, also irgendeine Funktion f, die von x und y vielleicht abhängt. Ich schreibe es mal hier explizit rein. Ja, was machen wir jetzt? Und zwar die erste Methodik, die ich euch beibringen will, und erinnert euch dran, die funktioniert wirklich nur, wenn ihr eine Funktion habt, die mit zwei Variablen ist. In dem nächsten Video werden wir das Ganze für den allgemeinen Fall uns anschauen, wie das funktioniert. Aber für dieses Video nehmen wir an, unser u ist immer irgendeine Funktion, die nur von zwei Variablen abhängt. Was es später sein wird, das werde ich euch dann erklären. Da wird es nämlich nicht nur von x und y, sondern von x und t abhängen. Jetzt haben wir hier ein wichtiges Zeichen hier, dieses Dreieck. Vielleicht kennt ihr das noch von den quadratischen Gleichungen, und zwar die Diskriminante. Die Diskriminante wird hier sehr ähnlich gebildet, also wenn ihr euch das mal hier anschaut und das euch so vorstellt, als wäre das eine quadratische Gleichung, dann hättet ihr ja ungefähr sowas, also b mal x plus c und jetzt einfach nur noch c, okay? Also stellt es euch vor, also das wäre dieser Term, das wäre dieser Term und der hinten ist dieser hier, nur noch das c. Das wäre sozusagen eine quadratische Gleichung, die wir haben. Die Diskriminante sagt uns bei einer quadratischen Gleichung aus, wie viele Lösungen die Gleichung hat. Hier bei den partiellen Differentialgleichungen hilft es uns zu entscheiden, in welche Kategorie das Ganze reinfällt. Wenn dieses Dreieck, was gebildet wird aus b² minus 4ac, positiv ist, dann haben wir eine hyperbolische partielle Differentialgleichung. Also PDG heißt einfach nur partielle Differentialgleichung. Was jetzt hier wichtig ist, ist, dass a und c natürlich symmetrisch sind. Das heißt, es ist unwichtig, ob ihr sagt uxx oder uyy. Also ob das jetzt c ist oder das c, macht eigentlich rein rechnerisch keinen Unterschied, weil die hier total symmetrisch sind. Das könnt ihr auch mal ausprobieren. Wenn ihr einfach mal die Benennungen andersrum macht, dann macht das hier kein Problem. Wichtig ist aber, dass a gehört zu einer zweiten Ableitung, das c gehört zu der zweiten Ableitung zweiter Ordnung und das b gehört immer zu der gemischten Ableitung, also xy. Genau, dann berechnen wir das. Also wenn dieses Dreieck größer 0 ist, dann bekommen wir eine hyperbolische partielle Differentialgleichung. Dann gibt es hier nochmal, sorry, die parabolische partielle Differentialgleichung, wenn die Diskriminante 0 ist
Wenn die Diskriminante kleiner als 0 ist, dann bekommt man eine partielle Differentialgleichung, die elliptisch bezeichnet wird. Ich habe jetzt hier unten drei sehr, sehr berühmte Differentialgleichungen bzw. partielle Differentialgleichungen aufgeschrieben. Die erste, das ist die Wärmeleitungsgleichung. Leitungsgleichung. Die wird auch ab und zu Diffusionsgleichung bezeichnet, weil es sehr, sehr starke Analogien zwischen Wärmeleitung und Massentransport sozusagen gibt. Und Diffusion ist ja nichts anderes, als dass Masse von einem Ort auf den anderen rübergeht. Daher von der Struktur her Wärmeleitungsgleichung oder Diffusionsgleichung hier hinten. Jetzt, wenn man es auf den ersten Blick hier anschaut, dann wirkt es relativ ähnlich, aber der große Unterschied ist hier, dass hier nur eine einfache Ableitung ist, hier aber eine doppelte Ableitung. Diese Differentialgleichung wird Wellengleichung bezeichnet. Und wie ihr euch schon vermutlich denken könnt, das hat was mit Modellierung von Wellen zu tun. Und dann haben wir hier diese Differentialgleichung, die wird nach dem französischen Mathematiker Poisson bezeichnet. Also nicht Gift, sondern eigentlich Fisch würde der Herr heißen. Die linke Seite hiervon, wenn wir nur das hier hätten, dann haben wir die Laplace-Gleichung. Partielle Differentialgleichung, okay? Also sobald ihr hier ein F hinschreibt, wird das Ganze zu der Poisson-Differentialgleichung. Jetzt wollen wir natürlich überprüfen, zu welcher Kategorie diese Funktionen hier gehören. Dazu muss ich jetzt aber was Kleines annehmen, und zwar, dass unser U, also ich fange mal mit der ersten an, ich nehme jetzt mal an, unser U ist eine Funktion des Ortes X und der Zeit T. Okay? Jetzt schreibe ich das mal aus. Was bedeutet das? Das bedeutet, UT bedeutet, ich leite U partiell nach T ab, ist gleich, und ich bringe, also eigentlich müsste ich ist gleich hinschreiben, aber ich schmeiße dieses Kerlchen hier auf die andere Seite, und dann bekomme ich Alpha, und hier, das ist, also wenn man das ausschreibt, dann ist es die Divergenz des Gradienten von U, okay? Weil unsere Funktion ja nur von einer Variable abhängt, also außer x natürlich, der Gradient bezieht sich immer auf die Ortsableitungen. Dann haben wir hier die Funktion, die wir hier rauskriegen, beziehungsweise wenn ich das vereinfacht schreibe, ist es die doppelte Ableitung von u del x Quadrat. Okay, also weil das ist eigentlich kein richtiger Vektor, sondern das ergibt euch einfach nur die partielle Ableitung in x. Und wenn ihr das Ganze mit der Divergenz rechnet, dieser Nabla-Operator ist ja nichts anderes als das, dann bekommt ihr dieses Kerlchen mal dieses und es ergibt dann dieses Zeichen, dieses ründliche D, das wird auch ab und zu als Del bezeichnet. Also vorsichtig, in der englischen Literatur wird auch dieses Zeichen als Del bezeichnet. Also da kann ein bisschen Verwirrung vorherrschen, aber ich verwende es eigentlich immer so, dass dieses rundliche D als Del bezeichne. Also ich bezeichne es. So, jetzt schauen wir uns mal an, was ist hier A, was ist B und was ist C. Okay, das erste, was wir sehen, ist A muss ja eine der zwei Ableitungen sein. Das heißt, mit dem Vorzeichen, wir sagen, das ist gleich A. Jetzt schauen wir nach, haben wir ein B? Ein B haben wir nicht. Das heißt, B ist gleich 0, weil wir keine gemischten Ableitungen haben. Wir haben nur nach x zweimal abgeleitet und nach t. Jetzt schauen wir nach, was ist C? Weil wir keine andere Funktion haben, wird das Ganze natürlich auch 0 sein. Also wir haben nicht eine andere Funktion, sorry, sondern wir haben ja keine weitere Variable, die als zweite Ableitung vorliegt. Das heißt, wir haben auch C gleich 0. Naja, jetzt folgt natürlich für unser Dreiecksymbol, also denkt dran, das ist nichts anderes als bei der quadratischen, ich schreibe das mal vielleicht hier hin, wenn ihr ax² plus bx plus c habt gleich 0, dann ist ja die Lösung davon x1, x2, minus b plus minus
b² minus 4ac geteilt durch 2a. Und das hier, was hier unten drunter steht, ist eigentlich genau dieser Term hier. Also wenn ihr euch diese Formel schon mal gemerkt habt, dann könnt ihr das natürlich hier wieder anwenden. Also wir sagen jetzt b² minus 4ac. Was passiert jetzt? B ist gleich 0 Quadrat minus 4 minus Alpha und dann mal 0. Das ergibt aber 0. Schauen wir hier oben nach. Unsere Lösung sagt also, diese Differentialgleichung, die wir hier haben, ist eine parabolische. PDG. Das heißt, hier können wir das schon mal hinschreiben, diese Differentialgleichung UT gleich Alpha U. Wichtig hier dieses, das hier, dieses komische Dreieck auf dem Kopf, das wird ja auch als Nabla-Operator bezeichnet. Wenn ihr das ins Quadrat habt, wandelt man das häufig in so ein gekipptes, also so ein normales Dreieck um, und das ist dann der Laplace-Operator. Daher, also hier seht ihr auch, das hier könnte man umschreiben als dieses Kerlchen, daher wird das Ganze auch als Laplace-Operator bezeichnet. Ja, jetzt haben wir das rausgefunden, das ist schon mal eine parabolische partielle Differentialgleichung. Gehen wir über zu dem zweiten Fall. Hier haben wir UTT und wieder schmeiße ich alles auf die andere Seite. C Quadrat U gleich 0. Ja, was machen wir jetzt? Wir gehen genauso vor wie vorher. Wir haben hier zweimal zweite Ableitungen. Das heißt, also wenn ich das jetzt mal hier ein bisschen ausführlicher schreibe, dann haben wir 1 mal UTT plus 0 mal UTX und dann dieses Kerlchen hier, das reduziert sich wie vorher schon zu Del Quadrat Del X Quadrat. Und denkt dran, wir sind nur im Eindimensionalen hier. Also unser U hängt nur von T und X ab. Und dann, sorry, das habe ich jetzt versemmelt, minus C Quadrat und dann UXX gleich 0. Und jetzt können wir es wieder machen wie vorher. Wir verwenden die Diskriminante und dann sagen wir, okay, b² minus 4ac. B² ist dieses Kerlchen, ist also 0 Quadrat. Das ist unser b, das ist unser a und dieses Kerlchen wieder mit dem Vorzeichen, das ist unser c. Minus 4 mal 1 mal c² und dieses Minus, das ziehe ich direkt nach vorne und mache daraus ein Plus. Das heißt, wir bekommen 4c², solange c ungleich 0 ist, und nur solange macht das auch Sinn, weil sonst würde dieses Kerlchen hier direkt wegfallen. Also wenn c gleich 0 ist, dann fällt dieser Anteil komplett raus und wir haben nur noch, also für c gleich 0 würde folgen, dass UTT gleich 0 ist und dann hätten wir nur noch eine gewöhnliche Differentialgleichung, keine partielle Differentialgleichung. Daher können wir sagen, das Ganze ist größer als 0, solange das schreibe ich mal auch hier hin, C-Element R. Wenn C natürlich auch eine komplexe Zahl werden kann, dann wird das Ganze problematisch, aber wir nehmen jetzt nur reelle Zahlen an für C. Das heißt, wenn wir uns wieder unsere Übersicht hier anschauen, dann ist das Ganze hyperbolisch. Das haben wir auch rausgefunden. Das heißt UTT und dann hier C Quadrat U. Ja, das ist natürlich eine coole Sache. Ich trenne das jetzt mal hier ab. Das heißt, also wir haben rausgefunden, die Wärmeleitungsgleichung bzw. Diffusionsgleichung ist eine parabolische Differentialgleichung. Die Wellengleichung ist eine hyperbolische Differentialgleichung. Naja, jetzt könnt ihr euch schon fast denken, was das letzte sein wird, aber wir machen es mal trotzdem gemeinsam durch. Also, ich mache das hier direkt durch, weil ihr seht, das F hat eigentlich keinen Einfluss auf die Beurteilung. Das heißt, wir haben, und ja, das habe ich schon gesagt, das ist die Poisson-Gleichung, die spielt in der im Elektromagnetismus eine sehr, sehr wichtige Rolle, also wie sich elektrische Felder bzw.
wie sich elektrische Potenziale ausbilden und so weiter, sehr, sehr wichtige Rolle. Das heißt, wir fangen hiermit an. Wir wissen das Ganze, wir schreiben das Ganze jetzt wieder um mit Ableitungen. Das heißt, wir kriegen die zweite Ableitung von Phi in x-Richtung plus die zweite Ableitung von Phi in y-Richtung. Und denkt dran, ich nehme jetzt hier an, ohne das zu sagen, dass Phi eine Funktion von x und y ist gleich f. Jetzt seht ihr, wir haben hier eine doppelte Ableitung, das schreibe ich vielleicht auch nochmal, 1 mal Phi xx plus 1 mal Phi yy ist gleich f. Und wieder machen wir das Ganze mit unserer super tollen Formel. Delta ist gleich b² minus 4ac. Also das könnt ihr euch wie bei den quadratischen Gleichungen merken. Und dann stellt ihr euch einfach vor, das wäre a. Das ist, jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, das ist b, sondern das ist natürlich c. Und unser b, was hier zwischendrin sein sollte, wäre dann sozusagen die gemischte Ableitung von x und y. Die ist natürlich gleich 0. Also hier raus sieht man direkt b gleich 0. Das heißt, hier bekommen wir 0 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal 1. Wir bekommen minus 4 und das ist logischerweise kleiner 0. Und damit hätten wir unsere letzte Differentialgleichung auch zugeordnet. Es ist eine elliptische partielle Differentialgleichung. Das heißt, hier könnten wir schreiben, das Ganze ist diese hier. Ja, damit hätten wir schon abgeschlossen das erste Video hier zu den Klassifikationen von partiellen Differentialgleichungen. Nochmal kurz in Erinnerung rufen, was wir gemacht haben. Also, wir haben gesagt, wir haben eine Funktion, die von zwei Variablen abhängt. Erstmal, also jetzt nur für dieses Video. Die hängt nur von zwei Variablen, x und y oder x und t. Wie ihr wollt, ist ja egal, wie man es bezeichnet. Was wir dann gesagt haben, ist, wir schreiben das Ganze auf. Und was uns dann interessiert, ist vorwiegend diese zweifachen Ableitungen, also die Ableitungen zweiter Ordnung. Wir schreiben diese auf und die Koeffizienten dieser Funktionsableitungen, wenn man so will, die bezeichnen wir mit a, b und c entsprechend. Quadratisch, also hier doppelte Ableitung, b ist so für den linearen Teil und c ist für den letzten quadratischen Teil. Also quadratischer Teil, sage ich immer, der die doppelte Ableitung hat. Ja, dann bilden wir daraus diese Diskriminante. Ich weiß nicht, ob es bei den partiellen Differentialgleichungen auch Diskriminante bezeichnet wird, aber rein theoretisch könntet ihr das so nennen. Und was wir dann machen ist, wir müssen schauen, wie dieses Dreieckszeichen, also diese Diskriminante, sich verhält. Wenn das Ganze gleich 0 wird, dann wird es sich wie eine parabolische partielle Differentialgleichung verhalten. Wenn das Ganze negativ wird, haben wir eine elliptische partielle Differentialgleichung. Und wenn das Ganze größer 0 wird, dann haben wir eine hyperbolische partielle Differentialgleichung. Ihr fragt euch vielleicht, warum ist es überhaupt wichtig für mich zu wissen, ob das jetzt eine hyperbolische, parabolische oder elliptische Differentialgleichung ist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr abhängig davon, was für eine partielle Differentialgleichung ihr habt, unterschiedliche Methoden verwenden könnt. Erstens für das analytische Lösen, also wirklich eine Lösung herleiten, aber auch für die numerische Lösung von partiellen Differentialgleichungen benötigt ihr unterschiedliche Methodiken. Also zum Beispiel bei parabolischen partiellen Differentialgleichungen muss man, wenn man diese Differentialgleichung numerisch lösen will, mit dieser ganz anders umgehen als zum Beispiel bei einer elliptischen partiellen Differentialgleichung oder bei einer hyperbolischen. Daher ist diese Unterscheidung sehr wichtig. Ein weiterer Punkt, den ich euch gerne sagen würde, ist, dass diese Klassifizierung ab und zu ein bisschen schwierig ist. Also es gibt manche Differentialgleichungen, die können alle drei Verhaltensweisen haben. Also die sind in bestimmten Bereichen elliptisch, in anderen parabolisch und in anderen hyperbolisch. Okay, von meiner Seite wäre es. Ich hoffe, ihr hattet eine Riesenmenge Spaß jetzt hier und bleibt am Ball. Im nächsten Video machen wir uns ein bisschen an kompliziertere Probleme ran, dass wir mal nicht nur mit zwei Variablen, sondern mit beliebig vielen Variablen, also dass u zum Beispiel von beliebig vielen Variablen abhängt, wie wir da diese ähnliche Klassifikation durchführen wollen. Okay? Denkt wie immer dran, ein paar Comments zu hinterlassen.
gebt ruhig auch ein bisschen Feedback, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, dass ich vielleicht was ändern kann. Und ansonsten bleibt am Ball, Mathe ist geil, vor allem jetzt seid ihr am Höhepunkt der coolen Mathematik angekommen, denn partielle Differentialgleichungen sind einfach nur übelster Brainflash. Das ist einfach nur eine coole Sache und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Okay, macht's gut und ciao.